Und deswegen bringt mich Rocket League in letzter Zeit jedes Mal zum Ragen. Jedes Mal. Jo, meine Kartoffelfreunde, willkommen zu einer weiteren Folge Battlefield 1. Ja, es hat mir letztes Mal so viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, gut, baue ich noch eine Folge raus. Kein Ding. Heute sind wir auf der Map Amiens. Wieder Vorherrschaft. Ich spiele wieder den Sturmsoldaten. Einfach, weil ich ihn endlich auf Level 10 haben will. Und ja, Ping scheint in Ordnung zu sein. Mal gucken. Ich habe nämlich eben schon eine Runde aufgenommen. Mal gucken. Fuck, ich dachte, der vorne wäre tot. Ob wir die Runde besser abschneiden als die letzte, weil die letzte haben wir so elendig verloren. Wir konnten einfach keinen Spot halten. Und dann habe ich mir gedacht, gut, haust du noch eine Folge hinterher? Vielleicht läuft diese ja besser. So, wir spielen die Deutschen gegen die Briten. Ja, Map Amiens. Moment. Guck mal, jetzt kontrollieren wir alle Einsatzziele. Das hört sich doch richtig gediegen an. So, da hinten ist noch einer in der Ecke. Habe ich das Gefühl? Oder hat er den getötet? Gut, aber die Gegner spawnen zurzeit bei B, deswegen verlieren wir B gerade so schnell. Was immer gerne jemand macht, ist in diesem Haus hier gammeln. So, aber leider diesmal nicht. Ah, da unten. So, Trupp ausgelöscht, B kann eingenommen werden. Ja. Gut, perfekt. Kennt ihr das, wenn ihr im Runden spielt, sei es COD, sei es Battlefield, sei es Rocket League und ihr und ihr einfach so die ganze Zeit in Führung seid und dann so kurz vor Schluss noch verliert? Bei mir ist das ganz extrem in letzter Zeit. Erstens bei Rocket League ist das richtig, richtig heftig. Und bei Battlefield und Call of Duty oder Counter-Strike fällt sowas halt immer relativ nicht so stark auf wie bei Rocket League, finde ich. Bei Battlefield habe ich es gestern so gehabt, ich habe die ganze Zeit geführt. Und irgendwann kamen die Gegner urplötzlich alle drei Stationen eingenommen. Und wir konnten nichts mehr machen. Die Gegner haben alle drei Stationen in Vorherrschaft gehalten. Und wir haben uns so gefragt, Digga, was geht denn jetzt ab? Haben dann natürlich versucht, so schnell wie möglich Dinge raus zurückzuholen. Wir waren halt auch kurz vorm Gewinn. Wir haben irgendwie 90, 92 Punkte gehabt. Aber keine Chance. Die Gegner haben so viele Punkte gekriegt. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich weiß es echt nicht. Kein Plan. Und das habe ich in letzter Zeit bei Rocket League auch so oft, dass ich die ganze Zeit im Vorne liege oder auch die Gegner vorne liegen und dann kommt immer ein Team ran. Jetzt immer ganz nah. Oh, Panic Knife. Er kommt immer ganz nah ran und denkt sich so, und dann denkt man sich so, oh fuck, nicht, dass wir das jetzt noch so kurz verlieren. Dann kommt man noch auf dem Unentschieden rein oder hoffentlich gewinnen wir das noch, wenn das von unserer Seite aus ist. Und dann denkt man natürlich so, okay, gut. Jetzt spielen wir in der Verlängerung lieber mal safe. Lol, hat das einen Gegner? Warte mal, hat das was so, hat Kid jetzt einen Gegner gesnackt? Ach nee, einer von uns. Und dann denke ich mir natürlich so, Digga, spiel jetzt in der Overtime richtig safe. Und was passiert? In der Overtime kriege ich dann immer, oder Verlängerung kriege ich dann immer so eklige Tore reingedrückt, ne? Ohne Witz, das glaubt ihr gar nicht. Und deswegen bringt mich Rocket League in letzter Zeit jedes Mal zum Ragen. Jedes Mal. Und dann hast du immer noch irgendwelche Mongos in deinem Team, die meinen, sich jeden Ball klauen zu müssen. Und zu jedem Ball springen zu müssen. Aber naja, ist ja auch egal. Wir spielen jetzt mal bei Runde Battlefield, ne? Battlefield ist wichtig. Battlefield is love, Battlefield is life. Battlefield is best the game of the world. Zumindest von 2016. Ja, ich würde gerne nochmal eure Meinung wissen. Letztes Jahr, welches Spiel war euer Lieblingsspiel letztes Jahr? Beziehungsweise worauf habt ihr euch am meisten gefreut? Was war euer Game des Jahres? Was hat sich am meisten, was war am meisten worth it? It's worth it. So, oh, ich hasse dieses Gas, ne? Ich hasse dieses Gas. Das Nervigste an diesem Gas ist einfach, dass es durch Wände geht.
Es geht einfach durch jede Wand. Na, ich hätte weglaufen sollen und dann von hinten kommen sollen. Von hinten kommen. Wie gesagt, das ist. Dieses Gas ist richtig ätzend, weil du kannst auch, wenn du in einem Haus stehst und oben stehst oder so und der wirft unten so eine Gasgranate hin. Geht einfach. Juckt ihn nicht. Geht durch den Boden. Geht einfach durch. Geht einfach durch, Digga. Ich weiß, die Folge war ein bisschen kurz. Aber schreibt mir bitte nochmal in die Kommentare, was euer Lieblingsspiel 2016 war. Vielleicht kann ich ja sogar mal eine Runde bringen von dem Spiel, wenn ich es habe. Vielleicht auch nicht. Das kann man sich ja zulegen, mal gucken. Werde ich auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen und mal gucken, ob es auch mein Genre, mein Interesse weckt. Ja, 8-5 ist jetzt auch nicht das Beste, ne? Kennen wir ja besser. Aber ich werde jetzt nochmal das Battle Pack öffnen und dann werde ich mich von euch verabschieden. Deswegen wünscht mir Glück. Und legendär habe ich schon. Du besitzt dieses Objekt bereits. Digga, da freue ich mich, dass ich mal wieder, das dritte Mal habe ich jetzt einen legendären Skin gezogen. Und dann den gleichen zu ziehen, ist so lächerlich, ne? Aber in dem Sinne, hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Freut mich, wenn es euch gefallen hat.